Unter Jotendächern. Der Podcast des VCP Land Niedersachsen. Von PfadfinderInnen für PfadfinderInnen und alle, die es noch werden wollen. Moin und herzlich willkommen zu unserer 9. Folge des Podcasts Unter Jotendächer. Mein Name ist Janis oder Rosi und an meiner Seite heute ist Johanna. Hallo. Special haben wir heute außerdem zwei Gäste der Bockbücher UG da. Und zwar ist das einmal Gesa. Hallo. Und der liebe Flo. Hi. Ihr beide kommt von der Bockbücher UG und wir machen heute, was eine Premiere ist, eine Folge mal zusammen. Wollt ihr euch am Anfang noch mal ein bisschen ausführlicher vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich bin Gesa, ich komme aus Einbeck. Ich bin seit 2009 bei den Pfadfindern, die wir gerade ausgerechnet haben, und war dann relativ lange Bezirksleitung und arbeite seit inzwischen 5 Jahren an dem Doppelbock. Ja, und ich bin Florian, ich komme aus dem Bezirk Harz, aus dem Stamm Nikolaus von Amsdorf in Goslar. Hier bin ich seit 2007 inzwischen, war dann hier ganz lange im Stamm aktiv, bevor ich seit einigen Jahren auf Landes- und Bundesebene aktiv bin, unter anderem zum Beispiel in der Fotoredaktion und jetzt eben auch mit in der Bockbücher UG arbeite. Nicht schlecht. Gesa, du hast ja gerade schon gesagt, du arbeitest jetzt mit den anderen zusammen am Doppelbock. Das ist also eines der Bücher, die von der Bockbücher UG hergestellt werden oder vertrieben werden? Oder was macht diese UG überhaupt? Ich glaube, das richtige Wort ist verlegen, auch wenn mir das immer komisch vorkommt, diese wirtschaftlichen Begriffe zu benutzen. Wir drucken den ja nicht selber. Und wir verkaufen den auch nicht an der Haustür, sondern das, was Florian und ich und eben das ganze Team machen, wir setzen die Lieder, wählen die Lieder aus, holen die Rechte ein. Und das ist das, was ein normaler Verlag eben auch bei normalen Liederbüchern tut. Wie seid ihr dazu gekommen, überhaupt irgendwie einen Doppelbock zu schreiben? Also der Doppelbock soll ja, so wie ich es von euch mitbekommen habe, die Fortsetzung des Liederbocks sein. Also wie ist es dazu gekommen? Genau. Also das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass Gesa und ich auf dem Landeslager des VCP Niedersachsens 2016 zusammen abends in der Oase am Feuer saßen und Gesa mir dann eben von dieser Idee, eine Fortsetzung des Liederbocks mit 9 Liedern zu schreiben, erzählt hat. Da war ich relativ schnell Feuer und Flamme und wir haben dann in der Zeit danach andere interessierte Menschen zusammengesammelt und schreiben seitdem eben an dem Doppelbock. Und hab dafür inzwischen auch eine echte Firma gegründet. Das hört sich ja erstmal im Pfadfinder-Kontext ein bisschen ungewöhnlich an. Also ist zumindest das einzige Beispiel, was mir so einfällt. Wie ist es denn dazu eigentlich gekommen? Warum habt ihr das gemacht? Genau, also eigentlich wollten wir nur ein Verein werden. Eigentlich. Genau, eigentlich. Eigentlich wolltet ihr nur ein, oder wollten wir nur ein Liederbuch schreiben. Genau, das stand davor. Dann ist es immer größer geworden und das Projekt ist immer größer geworden und dann dachten wir, das müsste man ja auch irgendwie in einer Rechtsform irgendwie ein bisschen offizieller festzurren und wir haben schon eine Satzung geschrieben, die war komplett fertig. Einen Vereinszweck geschrieben, um irgendwie zu sagen, was wir, die an dem Doppelbock geschrieben haben, eigentlich damit vorhaben, um sich da so auf etwas zu einigen. Und dann sind wir eigentlich aufgrund des Liedrechte-Themas zu einem Rechtsanwalt gegangen. Und der hat uns dann erstmal erzählt, nee, man kann keinen Verein gründen, der nur etwas verkauft. Ein Verein, der nur etwas verkauft, ist eine Firma und man müsste eine Firma gründen. Und jetzt haben wir eine Firma gegründet.
Jawohl. Und wenn ihr jetzt so eine Firma gegründet habt, heißt das, ihr verdient damit jetzt auch richtig Geld? Oder habt ihr noch einen Nebenjob? Oder? Gute Frage. Das wurden wir auch schon oft gefragt. Gerade wenn man so eine Firma gründet und dann auch UG heißt, dann liegt das ja irgendwie nah. Uns war es allerdings von Anfang an ganz wichtig, dass wir an dem, also wir selber an dem Projekt überhaupt gar nichts verdienen. Das heißt, alle, die jetzt irgendwie hier mitwirken und mit uns an den beiden Büchern arbeiten, verdienen überhaupt nichts. Wir machen das alles ehrenamtlich. Um dann eben keine großen Gewinne irgendwie anzuhäufen, wollen wir die Preise für die Bücher möglichst genau kalkulieren, wie die Preise sich dann zusammensetzen. Das zeigen wir euch dann auch alles ganz genau auf unserer Homepage. Das ist uns ganz wichtig, dass wir da offen mit euch umgehen und eben keine Geheimnisse haben. Transparenz. Richtig, Hashtag Transparenz. Und wie sieht das aus? Wie schreibt ihr das Ganze dann? Also diesen zukünftigen Doppelbock, wie funktioniert das? Mit was schreibt ihr das? Also das kann man wahrscheinlich nicht einfach in Word tippen, oder? Könnte man, tun wir nicht. Wir haben uns, glaube ich, für die ungefähr komplizierteste Variante entschieden, die es gibt. Ganz am Anfang war uns nämlich noch nicht so klar, was für ein Format der Doppelbock haben soll. Und um uns die Option offen zu lassen, den zum Beispiel in A5 hochkant zu drucken. Wir wollten uns einfach am Anfang nicht festlegen, dass es wie jetzt der Doppelbock, wie der Liederbock eben auch in A6 quer gedruckt wird, haben wir angefangen, das in MusicTech zu schreiben. Dazu waren Johanna und ich tatsächlich ganz am Anfang auf einem Seminar von der Fachgruppe Singen und von denen haben wir auf Bundesebene von denen haben wir das Konstrukt, dieses LaTeX-Konstrukt übernommen und gelernt, wie man eben mit, ja, es ist eigentlich, also ich kann nicht programmieren, aber so stelle ich es mir vor, dass man sehr kryptisch, also nicht sieht, was man da tut, sondern Befehle schreibt und das Skript kompilieren lässt und dann sieht man erst, was da, dann sieht man das PDF erst hinterher. Genau, und der Vorteil, den wir damals, ich glaube 2016 ja, oder so war das, den wir darin gesehen haben, war ja, dass wir eine Lösung brauchten, um auch Noten setzen zu können. Bei uns war schon von Anfang an klar, dass wir auf jeden Fall auch Noten in dem Liederbuch haben wollen und das geht ja mit so normalen Office-Programmen nicht. Stelle ich mir auf jeden Fall schwer vor. Oder genau. Fast unmöglich. Und in LaTeX kann man halt dann irgendwie für mich als Nicht-Informatikerin auch total spannend so eine Art Code eingeben und dann erscheinen da Noten. Toll. Jawohl. Und dann habt ihr dieses, also mit LaTeX, wie wird es eigentlich richtig ausgesprochen? LaTeX, LaTeX? Ich weiß es nicht. Ich habe bis jetzt immer nur LaTeX gehört. Okay, also LaTeX. Dann habt ihr also mit LaTeX angefangen, die ganzen Lieder abzutippen, die Noten einzugeben. Und bei welchen Liedern macht ihr das? Also habt ihr jetzt, ihr habt sicherlich eine große Auswahl an Liedern, habt ihr mit einem gewissen Grundstock angefangen? Hattet ihr Lieder, wo ihr gesagt habt, okay, die müssen auf jeden Fall rein? Die haben wir so häufig gesungen, aber sie sind nirgends wirklich aufgeschrieben oder immer nur in so kleinen Liedblättern oder auf kleinen Liedblättern aufgeschrieben, die müssen wir jetzt mal zusammenfassen oder wie ist eure Liedsammlung dann zusammengekommen sozusagen? Genau, was sind die Kriterien, dass ein Lied jetzt in den neuen Doppelbock gekommen ist? Naja, also ursprünglich hat das so angefangen, dass wir alle erstmal unsere Lieblingslieder, die noch nicht im Liederbock stehen, aufgeschrieben haben und in eine große Liste geschrieben haben. Danach sind wir dann zu verschiedenen Veranstaltungen gefahren, wie zum Beispiel dem Bräuner-Treffen oder dem Hamburger Singewettstreit und haben da in den Singerunden fleißig mitgeschrieben, was wir da noch so für Lieder vergessen haben, die auch viel auf bündischer Ebene gesungen werden. Genau, und da ist dann eine ganz lange Liste entstanden, die wir erstmal durchgearbeitet haben und eben die Noten und die Texte gesetzt haben. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir soweit ja einen vorläufigen Inhalt festgelegt haben. Und ja, jetzt kommen auch alle anderen PfadfinderInnen so ein bisschen ins Spiel. Die Liste haben wir jetzt nämlich auf der Homepage veröffentlicht
Und jetzt müssen wir da so ein bisschen aussortieren. Es gibt viele Lieder, die mit einem kritischen Auge ja gesehen werden können, wo manche Formulierungen vielleicht nicht mehr zeitgemäß sind. Und da brauchen wir jetzt die Hilfe von jedem zu sagen, Mensch, die Lieder sind irgendwie, kann man nicht mehr gut singen oder das Lied sollte lieber raus. Ja, und da haben wir auf unserer Homepage extra eine Seite angelegt, wo man uns über ein Kontaktformular eben genau diese Lieder sagen kann und auch selber sein Wissen dazu preisgeben kann, wie zum Beispiel die Lieder auch entstanden sind. Ja, das findet man alles jetzt auf unserer Homepage. Genau, eure Homepage werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. So viel. Vielen Dank. Gleich schon mal vorweggenommen. Okay, und dann habt ihr also so immer mit der Zeit Lieder zusammengestellt. Und gab es auch bei euch Lieder, die, also es gab, ihr seid ja, aus wie vielen Leuten besteht euer Team aktuell? Wir sind circa 10 Leute gerade. Ja, krass. Und hat dann jeder oder jede dann Lieder mit reingebracht und dann habt ihr selber schon mal abgewiegelt, okay, das Lied kommt mit rein, das soll nicht mit rein und oder wie habt ihr das? Genau, wir haben versucht, einen relativ basisdemokratischen Auswahlprozess zu machen, mit Vetorecht, dass jeder auf jeden Fall sein Lieblingslied behalten darf und geguckt, wem ist welches Lied wichtig und ach, okay, ein Lied, das kennt irgendwie doch keiner, wie auch immer das reingekommen ist. So haben wir schon mal vorausgewählt, als wir gemerkt haben, wir sind auf jeden Fall schon über unsere Zielmarke von 500 Liedern ganz weit drüber. 500 Seiten, ach, nicht 500 Liedern. 500 Seiten, eieiei. Da haben wir schon das erste Mal ausgesiebt und entschieden, welche Lieder vielleicht auch nicht so wichtig sind. Und hattet ihr zu allen Liedern direkt die Noten oder hattet ihr, also ich stelle mir das super schwierig vor, wenn man jetzt in so einer Singerunde ein Lied hört und das dann auch, also dazu dann vielleicht keine Noten hat im ersten Moment oder auch keine Akkorde, habt ihr euch die dann zusammengesucht oder wie habt ihr das geschafft? Der Teil war eigentlich gar nicht so schwierig, weil viele von uns ja eben dadurch, dass die Lieder, die hier gesungen werden, nicht in einem Liederbuch stehen, sondern dass man eigentlich immer in einem Turnbeutel seine Liederbuchsammlung mitnimmt, hatten wir zu den allermeisten Liedern auf jeden Fall schon mal Text und nach ein bisschen Suchen auch zu den allermeisten Liedern Noten. Ich glaube, es sind so 10, 20 Lieder übrig geblieben, wo sich Palut hingesetzt hat und tatsächlich, weil er die Lieder gekannt hat, Noten einfach so aufgeschrieben hat. Krass. Mhm. Das muss man auch können. Ja, definitiv. Respekt. Also ihr habt ja gerade gesagt, ihr seid 10 Leute oder vielleicht sollte ich sagen, wir sind 10 Leute, weil ich zumindest ganz am Anfang ja auf jeden Fall auch in der Gruppe ein bisschen stärker involviert war als jetzt vielleicht. Vielleicht wollen wir noch ein bisschen davon erzählen, wie dieser Prozess so abläuft, also wie wir so gearbeitet haben und wie wir jetzt vielleicht arbeiten. Das hat sich auch ein bisschen geändert. Ja, das stimmt. Am Anfang haben wir uns immer persönlich getroffen und zwar häufig auf der Burg Ludwigstein. Da haben wir dann ein Wochenende verbracht und alle zusammen gearbeitet und dann natürlich nebenbei auch noch so in unserer Freizeit. Das ist ja, wie uns allen bekannt ist, gerade ein bisschen schwierig. Deswegen machen wir momentan regelmäßig digitale Treffen, wo wir dann zumindest uns hören und auch teilweise sehen können und dann eben bei Fragestellungen direkt die anderen fragen können und absprechen können, was wir dann machen. Und wie funktioniert das so? Also ich kann mich an die Arbeitstreffen aus der Burg Ludwigstein sehr gut erinnern. Die waren immer sehr schön, weil man da auch, wir haben ja abends auch Probesingen machen können und schon mal ein bisschen Korrektur lesen in einem Stadium, wo das eigentlich überhaupt nicht angesagt war, aber es hat halt Spaß gemacht. Wie laufen eure Arbeitstreffen jetzt so ab? Also ich weiß ja, ihr habt so ganze Arbeitswochenenden immer deklariert. Ja, so richtig Wochenenden sind es dann nie geworden, weil man eben ja unter der Woche schon genug am PC sitzt. Aber einige Stunden sitzen wir dann doch schon zusammen und dann sagt mal jemand so, jetzt gehe ich spazieren, aber dann eben alleine. Ja, wobei wir, wann war das denn? War das vielleicht im August? Haben wir uns eben auch schon in kleiner Runde zum Arbeiten getroffen.
was natürlich jetzt gar nicht mehr geht. Ja, ein großes Thema ist ja beim Liederbuchschreiben sind ja auch die Rechte, die andere Leute an den Liedern haben. Das ist, glaube ich, für viele auch eine absolute Blackbox, weil keiner so richtig, also jeder weiß, dass das ein Thema ist, aber viele wissen nicht so richtig genau, worum es da geht, was man beachten muss, und vielleicht wird es Leute auch erstaunen, wie viel Arbeit das am Ende macht. Ich glaube, du kannst da ein bisschen mehr zu erzählen, Gesa, oder? Ja, das kann ich inzwischen, obwohl ich da eigentlich nicht denke, dass ich da so der Experte für bin ich da jetzt so reingeschlittert. Liedrechte, das fängt, also das Grundsätzliche ist das Urheberrecht, dass jeder Autor am Text und an der Melodie hat. Das Urheberrecht erlischt erst nach 70 Jahren nach dem Tod des Autors und kann auch nur vererbt werden. Viele Lieder, die Rechte von vielen Liedern sind aber bei Verlagen, jedenfalls von den bekannteren. Und da gibt dann ein Autor oder ein Rechtsnachfolger, die zum Beispiel Abdruckrechte oder einzelne Bestandteile des Urheberrechts von dem Lied an einen Verlag ab, und dann kann der Verlag damit Geld verdienen. Genau, und jetzt besteht meine Aufgabe, seit einem halben Jahr oder ja, vielleicht schon ein bisschen länger, schreibe ich ganz viele E-Mails an Verlage und an bündische Autoren und bitte sie um die Abdruckgenehmigung. Das hört sich arbeitsintensiv an. Natürlich ist ja für jedes Lied nicht nur eine E-Mail, ja? Das glaube ich. Bekommst du von allen eine Rückmeldung direkt? Oder ich stelle mir das super schwer vor. Ich könnte mir vorstellen, dass da manche auch gar nicht antworten. Tatsächlich, witzigerweise, freuen sich die meisten bündischen Autoren tierisch, dass irgendwer sich für ihr Lied interessiert. Ach, cool. Und wollen auch meistens gar nichts dafür haben. Nur die Verlage. Die sind irgendwie ganz schön kompliziert. Dann sagt der eine Verlag, ja, das Lied haben wir an den und den Verlag abgegeben. Oder, nee, die Kollegin ist krank, die meldet sich dann monatelang nicht. Da muss man ziemlich hinterherlaufen, ja. Oh, weia. Aber das heißt, du schreibst jetzt ganz viele E-Mails mit den Leuten, die man normalerweise nur so als die Namen kennt, die unter oder über den Liedern stehen. Ja, genau. Das ist auch total komisch, weil man die ja nicht, also ich habe die ja noch nie in einer Singerunde oder so getroffen, sondern man denkt immer so, also ich habe das Gefühl, das sind berühmte Menschen, also jedenfalls in Pfadfinderkreisen berühmte Menschen, und ich schreibe denen da jetzt E-Mails, ja. Und sie antworten vor allem noch. Das stimmt. Letztens habe ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wer das Lied, Fahr mein Kind zum Vogelfelsen, Möwen, das ist ein norwegisches Lied, und ich habe letztens mit Finn Kalvik, dem norwegischen Autor von dem Lied, telefoniert, auf Englisch. Ach, cool. Ja. Und auch der hat sich gefragt, wie zur Hölle denn Pfadfinder in Deutschland an sein Lied kommen. Spannend. Das ist ja wirklich verrückt. Und es hört sich echt an, als ob das für euch ein Herzensprojekt ist, oder? Also das so viel mit so viel Begeisterung, wie ihr da jetzt von berichtet. Auf jeden Fall. Also das sind verschiedene Faktoren, die es irgendwie zu einem Herzensprojekt machen. Das sind zum einen die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Das machen alle total gerne und man tauscht sich aus. Man lernt ganz viele neue Leute kennen. Und ja, es sind aber auch solche Erfahrungen, von denen Gesa eben zum Beispiel erzählt hat, die das Ganze einfach total spannend und total schön für uns machen. Das hört sich sehr schön an. Gesa, willst du auch noch was dazu sagen? Ja, ein bisschen genereller vielleicht zum Singen bei den Pfadfindern. Also so in meiner Erinnerung, als ich das erste Mal bei einem Pfingstlager war, war so der erste Tag komisch. Die haben alle eine Tracht angehabt und haben ständig deutsche Lieder gesungen, was ja schon ungewöhnlich ist. Oh, und ich weiß noch, wie direkt am zweiten Tag das so ein Switch war und ich da so drin aufgegangen bin und es so mich so ergriffen hat, in abends in einer Singerunde mit so vielen Menschen zusammen zu singen. Stundenlang. Also das war direkt etwas, was auf das ich, also was seitdem mir so viel Spaß macht, wo ich mich den ganzen Tag drauf freue, und ja, jetzt
ist natürlich nochmal was sehr Besonderes, auch an so einem großen Projekt mitzuarbeiten und ganz viele tolle Lieder zu sammeln und für andere singbar zu machen. Das hört sich sehr schön an. Ich finde auch, dass für alle ZuhörerInnen, die jetzt vielleicht nicht so bewandert sind im Fadi-Kontext, das Singen ist ein unglaubliches, oder ist für mich ein unglaublich schönes Gemeinschaftsprojekt, nicht Projekt, sondern Gefühl. Und es weckt immer so, ich glaube, man kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Man muss einfach mal dabei gewesen sein. Also wenn ihr mal die Möglichkeit habt, bei einer Singerunde von PfadfinderInnen dabei zu sein, macht das auf jeden Fall. Es macht unglaublich viel Spaß. Es ist vielleicht erst ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man einfach die Lieder nicht kennt oder alle mitgrölen und man das nicht gewohnt ist und es halt viele traditionelle Instrumente gibt, wie die Gitarre, die Violine oder Kontrabassen. Aber es macht dann spätestens beim zweiten Mal super viel Spaß. Eine Frage ist jetzt natürlich noch offen, die wir auch unbedingt stellen müssen. Wann ist es denn soweit? Oh ja. Oh, eine gute Frage. Werden wir oft gefragt. Ja, ursprünglicher Plan, ich kann mich gar nicht mehr, Gesa, kannst du dich noch daran erinnern, wann wir ursprünglich gesagt haben, dass wir das Ganze veröffentlichen wollen? Also ich glaube, ganz am Anfang, 2016, da kannst du auch sagen, Johanna, was war so damals deine ursprüngliche Idee? Ja, ich saß, weil ich glaube, im Frühjahr 2016 in einer Singerunde, wo ganz viele neue Lieder gesungen wurden, die nicht im ursprünglichen Liederbox standen und deshalb konnte nur die Hälfte der Leute mitsingen und da dachte ich, man könnte ja ein Liederbuch mit den neuen Liedern machen, so quasi nur für den VCP-Land Niedersachsen. Und ich dachte, das müsste in einem Jahr so eigentlich über die Bühne gehen können. Ja, da sind wir inzwischen ein bisschen drüber. Ja, inzwischen peilen wir so den Sommer ungefähr an. Also wir hoffen, dass wir jetzt in den nächsten paar Wochen irgendwann Probe drucken können. Dann haben wir noch ein paar Wochen Zeit, um zu korrigieren und Fehler zu finden und Probe zu singen. Und dass wir dann so im Frühjahr, im Sommer den finalen Druck in Auftrag geben können. Das hört sich sehr gut an. Also Sommer diesen Jahres. Ja. Sehr gut. Ja, cool. Wir haben ja jetzt nun super viel über eure neue Idee des Doppelbockes gehört. Aber wir haben ja auch am Anfang schon darüber gesprochen, ihr habt noch ein zweites großes Projekt, und zwar den Futterbock. Was ist das denn jetzt eigentlich genau und wie sieht es damit aus? Also erzählt mal ein bisschen. Ja, da muss ich, glaube ich, antworten. Ich habe damit nicht angefangen. Wobei Florian schuld war, dass es irgendwie so ein großes Projekt geworden ist. der Futterbock ist ein Pfadfinder-Kochbuch, wenn man es kurz sagen möchte. Ich habe relativ viel mit Kochen, Einkaufen, Planen immer zu tun gehabt und hatte, ich glaube, es war in meinem letzten Jahr als Bezirksleitung mit den beiden anderen Mädels aus der Bezirksleitung die Idee gehabt, dass wir unsere Erfahrungen aus den letzten Jahren, eigentlich soll es erst eine Rezeptsammlung sein, die eben gut für große Gruppen funktionieren, um da das ein bisschen festzuhalten, damit man nicht immer das Rad neu erfinden muss. Aus der einfachen Rezeptsammlung ist irgendwie relativ schnell ein Word-Dokument geworden und als zweites ein verbundenes Excel-Dokument, wo man das Word-Dokument, wo eine Tabelle drin war, die man ins Excel-Dokument reinkopieren konnte und eben auf genau 44 Leute hochrechnen konnte. Um eben nicht so viel Reste zu haben. Und dann die nächste Erweiterung, glaube ich, war eine sortierbare Einkaufsliste, wo man eben nicht dreimal Butter draufstehen hat, sondern die mit einem Befehl die drei Stücken Butter da angezeigt hat. Und ja, irgendwie haben wir dann gemerkt, dass das Projekt ja auch relativ gut zum Doppelbock-Projekt passt. Wenn man schon mal eine Firma gründet, dann kann man auch so ein Projekt ein bisschen größer machen und das dann auch richtig verkaufen, damit eben nicht nur in unserem Bezirk bleibt, sondern auch vielen Pfadfindern zur Verfügung gestellt werden kann. Aber verkauft ihr das dann als Papierbuch, dann kann man es ja nicht mehr sortieren, oder als Programm? Ja, das ist eine interessante Frage.
Und zwar war die ursprüngliche Idee, das Ganze, also die ganz ursprüngliche Idee war ja, das Ganze als digitales Projekt zu lassen, bis dann eben irgendwann die Idee kam, dass man es auch einfach ausdrucken kann und auch verkaufen kann, vor allem, weil man eben keine Noten setzen muss, weil man keine Rechte einholen muss, denn an solches eurem Rezept hat ja niemand richtige Rechte. Den Plan verfolgen wir auch immer noch. Inzwischen sind wir aber wieder auf die Idee gekommen, dass man ja auch eigentlich ein Programm dazu entwickeln könnte, mit dem man dann eben so eine Lagerplanung ganz gut durchführen könnte und eben auch so eine Küchenplanung. Und da sind wir jetzt gerade so ein bisschen am Schauen, wie man das umsetzen kann. Und wenn jetzt zufällig gerade irgendein Programmentwickler zuhört, irgendjemand, der Code schreiben kann, kann er sich gerne bei uns melden. Wir brauchen dich dafür auf jeden Fall. Gut, das heißt, wir dürfen gespannt sein, was am Ende dabei rauskommt. Wie beim Kochen ja auch. Habt ihr? Es sei denn, man benutzt den Futterbock. Und was soll an Inhalten drin sein? Also ganz klassische Rezepte für Lager soll auch, also soll noch mehr drin sein? Also zum Beispiel Rezepte für einen Hike oder ich weiß nicht, was habt ihr da geplant? Genau, stimmt, habe ich gar nicht erzählt eben. Also die Einleitung ist relativ lang geworden inzwischen, weil wir gerne auf Nachhaltigkeitsthemen, auf Hygienethemen, auf vieles eingehen wollten. Was man, wenn man als Pfadfinder, Koch, Köchin anfängt, ja noch nicht alles so drauf hat. Und an Rezepten haben wir jetzt eine Kategorie für den Dutch Oven. Außerdem haben wir Hike-Gerichte. Das sind so wie so Instant-Gerichte, die man im Supermarkt kauft und wo man nie weiß, was drin ist, nur dass man das jetzt eben aus getrockneten Produkten selber mischen kann. Und die man beim Hike-Empfang ja nur noch mit Wasser aufkochen muss. Das hört sich gut an. Florian, habe ich noch was vergessen? Mir fällt so spontan eigentlich nichts mehr ein. Nein. Okay, dann sind wir auf jeden Fall sehr gespannt über das, was da kommen mag. Gibt es schon einen Termin oder peilt ihr einen Termin an für eine Veröffentlichung von dem Futterbock? Das ist jetzt ein bisschen schwieriger als beim Doppelbock. Wir sind gerade dabei, die Rezepte alle Probe zu kochen. Dafür haben wir 30 Exemplare drucken lassen und sie an Freunde und Bekannte verteilt, die jetzt fleißig dabei sind, die Rezepte aus dem Futterbock zu kochen und eben dann Mengen zu kalkulieren und zu korrigieren und die uns dadurch eben helfen. Wann jetzt der Futterbock dann tatsächlich auch auf den Markt kommt, können wir gerade, glaube ich, schwer abschätzen. Ich denke, dass das auf jeden Fall erst nach dem Doppelbock sein wird. Ein großes Thema dabei ist jetzt auch gerade noch die Fotos, weil uns aufgefallen ist, man kocht eigentlich gerne, wenn man tolle Fotos sieht und das natürlich schwieriger ist, in einem Kochbuch Fotos zu machen, die ansprechend aussehen und wo nicht das Essen, was man vor sich sieht, wie Matsche aussieht. Wobei es das ja zum Teil bei uns Pfadfindern einfach auch ist. Och. Naja. Naja. Genau. Leckere Matsche. Okay, also sind wir einfach gespannt, was die Zukunft bei euch mit dem Futterbock so bringt. Und genau, sind gespannt davon zu hören. Irgendwann. Hoffentlich. Genau, wenn ihr Neuigkeiten rund um Doppelbock, Futterbock und all unsere anderen Projekte, die so in Zukunft auf euch zukommen, nicht verpassen wollt, dann folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram und Facebook. Da heißen wir auch Bockbücher UG oder nur Bockbücher. Da findet ihr uns dann ganz einfach. Auch auf unserer Homepage könnt ihr gerne nachgucken, www.bockbücher.de. Da teilen wir eigentlich auch all die relevanten Informationen mit euch. Und wenn der Futterbock dann irgendwann mal fertig ist, dann laden wir euch wieder ein, dass ihr so ähnlich wie jetzt bei dem Doppelbock darüber berichten könnt. Da freuen wir uns drauf. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ja, da kommen wir auf jeden Fall sehr gerne wieder. Sehr schön. Vielen Dank euch, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid vor allem. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Jawohl, dann kommen wir nun zu unserer Kategorie. Diese Kategorie, wie die letzten zwei Male auch schon, ist heute das Pfadi-ABC. Und
Wir starten heute mit dem Buchstaben C, passend zu dem VCP, in dem der Buchstabe ja nun auch vorkommt und steht in diesem Fall für Christliches. Ja, Johanna, Christliches. Genau, über Christliches haben wir in der, ich glaube, zweiten Folge schon mal geredet, als es darum ging, wofür stehen wir eigentlich als Pfadfinder. Deshalb wollen wir das Thema so groß diesmal nicht nochmal aufmachen und sprechen stattdessen für etwas, was damit zu tun hat, nämlich über den Kirchentag. Der Kirchentag ist für viele von uns ein Highlight im Jahr. Und für alle, die es nicht kennen, erkläre ich vielleicht erstmal so ein bisschen, worum es da geht. Also der Kirchentag, den gibt es seit 1949 und ist eine Großveranstaltung, die sich über mehrere Tage erstreckt. Heutzutage immer oder meistens zumindest vom Himmelfahrtsdonnerstag bis zum Sonntag, glaube ich. Janis nickt. Ich glaube auch, ja. Und wenn ich Großveranstaltung sage, dann meine ich auch wirklich, wirklich groß. Also es kommen immer so 120.000 TeilnehmerInnen waren beim letzten Kirchentag 2019 dabei. Und es finden ganz viele verschiedene Veranstaltungen statt. Beim letzten Mal mehr als 2.000 Veranstaltungen. Also man muss sich dann vorstellen, so eine Stadt von mittlerer Größe wird deutlich geprägt davon, dass der Kirchentag dort gerade stattfindet, weil überall die Besucher und Helfer auf den Plätzen, in den Straßenbahnen zu finden sind. Das letzte Mal war es Dortmund, die ganze Stadt voll, oder auch Berlin schon. In Berlin geht es ein bisschen unter, oder? Ja, das stimmt, da ist es ein bisschen untergegangen, aber das war trotzdem interessant. Genau, also aber so Städte wie Bremen oder Hannover, da sieht man auf jeden Fall, dass da gerade Kirchentag ist, weil die Leute alle mit ihren Heiztüchern oder Kirchentagsschals durch die Gegend laufen. Und inhaltlich... Hamburg war auch spektakulär. Inhaltlich geht es zum einen schon um Christliches, aber es werden auch ganz viele politische oder gesellschaftliche Themen aus der jeweiligen Zeit behandelt. In ganz vielen verschiedenen Formaten. Es gibt auch Theaterstücke, Konzerte, alles, was man sich vorstellen kann, Bibelarbeiten, Diskussionen, Podiumsdiskussionen mit durchaus auch wirklich wichtigen Menschen. Die gesamte Politprominenz läuft da auf und viele Künstler. Also es ist eine große Sache. Und das Ganze wird nicht von der Kirche selbst ausgerichtet, sondern ist ein unabhängiger Verein. Und es helfen auch immer ganz viele Leute mit, das auf die Beine zu stellen. Beim letzten Kirchentag waren insgesamt 5.000 HelferInnen gesucht und hoffentlich dann auch gefunden. Und 1.000 davon kamen alleine aus dem VCP. Wir stellen also immer ein sehr großes HelferInnen-Kontingent. Warst du auch dabei beim letzten Mal, Rosi? Ja, ich war beim Kirchentag beim letzten auch dabei. Ich glaube, mein erster Kirchentag war 2013 in Hamburg und seitdem alle Kirchentage mitgemacht. Und es ist jedes Mal wieder super, super spannend und es gibt so viele diverse Aufgaben, die man dort als HelferIn übernehmen kann. Angefangen von einer von der Betreuung in einer Halle, man verteilt irgendwelche Zettel, man verteilt, das können Liedzettel sein oder so, oder man stellt sich an Ausgänge und hält die frei, man hält Schilder und darf den Leuten Frage und Antwort stehen, wenn sie irgendwo hin möchten und nicht wissen, wo es dorthin geht, wo sie hin möchten. Dann kann man auch, wie es auch viele machen, Flo, der ja, den ihr eben auch schon gehört habt, der ist zum Beispiel häufig Fotograf auf dem Kirchentag und fotografiert alle Helfenden. Man kann allerdings auch Leitungsfunktionen übernehmen und kann dann zum Beispiel eine Halle leiten oder eine Kirche und ist dann dafür zuständig, dass dort alles reibungslos funktioniert und abläuft. Und da sind auch ganz, ganz viele VCPerInnen involviert und motiviert dabei. Außerdem gibt es auch vom VCP, von einigen VCPern organisiert, jedes Mal eine ganz, ganz große Singerunde mit mehreren, zum Teil 100 Leuten. Manchmal auch, ich glaube, wir waren bei der letzten Runde Singerunde waren es, weiß ich nicht, 400 Leute oder so. Also das war wirklich schon die Location gesprengt. Das war unglaublich spannend.
Genau. Und dieses Jahr sollte eigentlich der ÖKT stattfinden. Das ist die Abkürzung für Ökumenischer Kirchentag. Der allerdings wird aufgrund von Corona nicht so groß stattfinden, wie es eigentlich geplant war. Der ÖKT findet nur alle 10 Jahre statt, muss man dazu sagen. Also ist die Verbindung von dem katholischen und dem evangelischen Kirchentag. Genau, 2023, das ist dann der nächste Kirchentag, wird in Nürnberg stattfinden und 2025 dann schönerweise bei uns in der Landeshauptstadt in Hannover. Johanna, wirst du dabei sein? In Hannover auf jeden Fall. Sehr schön. Ich hoffe, ich kann auch dabei sein. Ich streiche mir schon noch die Tage im Kalender ab. Ui, das ist nicht schlecht. So lobe ich mir das. Ganz interessant ist auch noch, dass auf dem letzten Kirchentag bei einer Podiumsdiskussion darüber gesprochen wurde, dass man doch ein Schiff zur Seenotrettung, ein ziviles Seenotrettungsschiff, im Mittelmeer aussenden könnte. Und die Kirche, die evangelische Kirche, dazu maßgeblich beisteuern könnte. Und das wurde vor ein paar Jahren, ich glaube vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, vor einem Jahr muss es gewesen sein, dann auch gemacht. Die evangelische Kirche Deutschland, EKD, hat eine Organisation gegründet, einen Verein, der nennt sich United for Rescue. Und dieser Verein hat ganz, ganz viele BündnispartnerInnen. Einer von diesen BündnispartnerInnen ist auch der VCP mit allen MitgliederInnen. Und genau, diese Organisation, United for Rescue, hat ein Schiff gekauft und dieses zivilen Seenotrettungsorganisation zur Verfügung gestellt. Und so ist jetzt ein Schiff von United for Rescue auf dem Mittelmeer unterwegs und rettet dort in Seenot geratene. Und das nur, weil es diesen Kirchentag gab. So sieht's aus. Gut, dann haben wir das K bzw. C für dieses Mal ja auch abgefrühstückt. Nächstes Mal geht's so weiter mit D. Seid also gespannt, was euch da erwartet. Wenn ihr uns bis dahin schreiben wollt, Fragen, Feedback, Kommentare zu dieser oder allen anderen Folgen, könnt ihr uns finden auf Instagram unter Jotendächern oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an podcast@vcpnds.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. So sieht das aus. Bei YouTube kann man uns übrigens auch hören und da könnt ihr übrigens auch kommentieren, wenn ihr möchtet. Jo, dann würde ich sagen, haben wir es für dieses Mal. So sieht's aus. Eine spannende Folge, finde ich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gute Fahrt.